Ich will versuchen, das, was Ihnen jetzt vor Ohren und Augen ist, zuzuspitzen und entsprechend auch formulieren, zugespitzt formulieren und dann eine spitze Antwort darauf zu geben. Sie wissen schon vieles. Das wollten wir hinter. Was nach links. Das Geld regiert die Welt. Das haben Sie schon viermal gehört. Die Finanzmärkte steuern zunehmend die Realwirtschaft und sie beherrschen weitgehend auch die Politik der Staaten. Eine neue Weltordnung hat sich durchgesetzt. Die höchste Macht kommt den Prozessen an den Finanzmärkten, gefolgt von den Entwicklungen in der Realwirtschaft und schließlich den politischen Prozessen in und zwischen den Staaten. Die Staaten haben die Finanzmärkte so weit dereguliert, dass diese nun in einem fast regellosen Wettbewerb bestimmen, welche staatlichen Rahmenbedingungen sich durchsetzen. Die Finanzwirtschaft verfügt heute über den Ordre Public. Das heißt, sie hat die Macht, das öffentliche Wohl zu bestimmen. Die Macht des Geldes untersteht keiner normativen Verfassung mehr. So ist die Finanzwirtschaft nahezu keiner Gegenmacht mehr verantwortlich. Zieht aber ihrerseits andere Mächte zur Verantwortung. Der Satz nach, dass Geld die Welt regiere, gilt radikaler als je zuvor. Neben den einzelnen Eigentümern meint der nun das globalisierte Finanzsystem als Ganzes. Die persönliche Macht der Geldbesitzer wird durch die systemische Macht einer maßlos kapitalistischen Ordnung überlagert. Dementsprechend hilflos wirken die Bemühungen der Regierungen zur Krisenbewältigung. An der Wurzel angepackt hat die internationale Politik das Übel bisher nicht. Man begnügt sich mit immer weiteren, zum Teil hilflos anmutenden Symptomtherapien. Gewiss sind viele Staaten teilweise selbst dafür verantwortlich, dass sie sich in so hohem Maße verschuldet haben. Sie haben opportunistisch versucht, im Standortwettbewerb von der Dynamik der Finanzwelt zu profitieren. Damit haben sie sich aber von dieser abhängig gemacht, statt ordnungspolitisch vorbeugend für kontrollierbare Verhältnisse mit begrenzten Risiken zu sorgen. Schon diese knappe Analyse zeigt, dass eine tiefergreifende Systemreform nötig ist. Es braucht eine globale Finanzmarktverfassung, welche die aufgeblähten Finanzmärkte wirksam an die Entwicklung der Realwirtschaft zurückbindet und die Staaten nicht weiter Spielball der finanziellen Spekulation sein lässt. Wie, so meine Frage, kann das Geld vom Herrn zum Diener der Welt gemacht werden? Die Staaten müssen die Geld- und Kreditversorgung als volkswirtschaftliche Infrastruktur begreifen und ernst nehmen. Nötig ist eine grundsätzliche Reform der Finanzverfassung. Dazu kurz folgende Eckpfeiler. Das Aufsichtsmodell, so nennt man das heute, freier Markt unter staatlicher Aufsicht, hat versagt. Nach dem Paradigma des sogenannten freien Marktes wird der Finanzmarkt heute auf der Grundlage eines Aufsichtsmodells geregelt. Im Grundsatz gilt für alle Akteure die Wirtschaftsfreiheit. Der Staat übt lediglich eine polizeiliche Aufsicht aus, um Missbräuche oder schädliche Auswirkungen zu verhüten oder zu beheben. Finanzmarktkrisen sind nach diesem Modell hinzunehmen. Sie sind der Preis der Freiheit. Sie können lediglich Anlass dazu sein, die Aufsicht zu verschärfen, die Rahmenbedingungen zu stärken. Alle Maßnahmen, welche bisher von den Staaten getroffen worden sind oder von den politischen Instanzen noch beraten werden, folgen diesem Aufsichtsmodell. Die Krise wird nicht zum Anlass genommen, das bisherige Konzept in Frage zu stellen. Verpasste Chance nach Peter Haut. Die Frage, ob das Aufsichtsmodell versagt habe, kann ja aus dieser Warte gar nicht gestellt werden, weil keine Alternative dazu erkennbar ist. Das ist bei jedem Paradigmenwechsel so. Das alte Paradigma verhindert die Neuerung, bis das neue Paradigma evident wird.
Die Versorgung der Wirtschaft mit Geld ist eine öffentliche Aufgabe. Das ist der zweite Grundsatz. Der Finanzmarkt ist kein gewöhnlicher Markt, in welchem die Privatautonomie eines jeden Einzelteilnehmers das höchste Gut ist, sondern ein öffentlicher Raum, in welchem eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen ist. Die Finanzbranche hat einen öffentlichen Dienst zu erbringen. Unsere moderne Geldwirtschaft kann nur auf der Grundlage einer Staatsverantwortung für die Versorgung mit Geld funktionieren. Was ökonomisch als Markt begriffen wird, muss rechtlich und politisch als Staatsaufgabe gestaltet werden. Wie viel von dieser Staatsaufgabe mit marktnahen Mitteln und durch private Akteure wahrgenommen werden kann, soll demokratisch entschieden werden. Drittens, der Finanzmarkt ist ein Service public. Wenn die Versorgung der Wirtschaft mit Geld eine Staatsaufgabe ist, wird sie zu einem Service public. An die Stelle des Aufsichtsmodells tritt das Gewährleistungsmodell. Der Staat gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit. Er tut es nicht selber, aber unter Beizug von Privaten. Staatsaufgabe bedeutet eben nicht Verstaatlichung. Umfassend ist nur die Staatsverantwortung für das Funktionieren der Geldwirtschaft, dass es funktioniert. Die Verteilung des Geldes bleibt Sache des Marktes. Die konkrete Ausgestaltung dieser Arbeitsteilung ist demokratisch durch Gesetze zu bestimmen. Damit zum Postulat der Finanzmarktreform. Was ist zu tun? Josef Huber hat uns gestern gezeigt, dass wir an der Wurzel der Finanzmarktblasen anpacken müssen. Die Vollgeldreform. Marc Schöne hat uns heute aber gezeigt, welche Gefahren der Finanzmarkt schafft und weiterhin schaffen wird. Gefahren, welche die Vollgeldreform eben nicht beseitigt. Also, es braucht die Kombination von Vollgeld- und Finanzmarktreform. Die Frage, die ich jetzt beantworten soll, ist, wie sähe das in der Schweiz aus? Auf schweizerischer Verfassungsebene muss eine umfassende Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung auf dem Gebiet des Finanzmarktes geschaffen werden, welche auch ein Monopol einschließt. Die Wirtschaftsfreiheit wird im Bereich des Finanzmarktes als nicht anwendbar erklärt, soweit das öffentliche Interesse an der Sicherheit der Geldversorgung dies notwendig machen. Ein großer Eingriff in unsere heutige Konzeption. Die Schweizerische Nationalbank bestimmt, wie der Service public von den privaten Banken zu erbringen ist. Sie bestimmt auch die Grenzen der zulässigen Wirtschaftstätigkeit der Branche. Sie unterstellt bestimmte Tätigkeiten einer Bewilligungspflicht und verhindert volkswirtschaftlich schädliche Finanzprodukte. Genau das, was Marc Schöne verlangt hat. Die Kernforderung der Finanzmarktreform lautet also, das Paradigma des freien Finanzmarktes soll durch jenes eines Finanzmarktes als Infrastruktur der Realwirtschaft, Service public, ersetzt werden. Lassen Sie mich unsere Analyse und Therapie in ein paar Schlagworte fassen, bevor ich das Konzept der Reform erläutere. Heute bestimmen die Banken, wie viel Geld es gibt. Sie steuern auch, wohin es fließt. Immer mehr in den Finanzmarkt, statt in die Realindustrie, solange es dort besser zu rentieren verspricht. Die Banken bestimmen damit die Spielregeln in dem Spiel, das sie mit uns spielen. Frage, wo sonst darf man zugleich spielen und die Spielregeln festlegen? Heute bestimmen die Banken und Börsen die Politik. So herrscht eine private Marktmacht über den Staat. Dieser ist nicht mehr handlungsfähig, weil er sich dem Finanzmarkt unterordnet. Wir stecken in einem Teufelskreis von Bankenrettung und Staatsverschuldung. Das hat Josef Huber gestern erwähnt. Das Ergebnis dieses Kreislaufs ist die Privatisierung der Gewinne und die Sozialisierung der Verluste. Wie läuft das? Die Staaten haben den Finanzmarkt so weit dereguliert, dass die Banken ihre Gewinne maximieren können, ohne die damit verbundenen Risiken zu tragen. Die Staaten übernehmen das Risiko.
Die Staaten ihrerseits haben sich mit billigem Geld aus dem Finanzmarkt finanziert, statt über politisch mühsam zu beschaffende Steuern. Sie haben sich damit von den Banken abhängig gemacht. Damit ist die Politik, die institutionelle jedenfalls, nicht mehr in der Lage, sich aus dem Teufelskreis zu befreien. Das ist die Analyse und sie ist fatal. Ist die Lage also aussichtslos? Wer kann denn da noch handeln? Zum Glück gibt es in der Schweiz eine wache Zivilgesellschaft, ich sage lieber Bürgergesellschaft. Und deshalb kommt auch das Projekt einer Volksinitiative vor Sie her. Das ist die einzige Möglichkeit zu handeln. Und was muss jetzt geändert werden? Richtigerweise wäre Geld nicht eine Ware, mit der man handeln und spekulieren kann, sondern eine Infrastruktur der modernen Gesellschaft, eben der Geldwirtschaft. Geld ist ein öffentliches Gut, wie Luft, Wasser, Gesundheit, Sicherheit. Wir brauchen es, um zu wirtschaften. Es ist Voraussetzung, nicht Produkt unserer Wirtschaft. Ja, Geld macht frei, natürlich. Aber es tut das nur, wenn die Spielregeln der Geldwirtschaft das sicherstellen. Der Staat, meine Damen und Herren, das scheint vielleicht paradox zu sein, ist der bessere Garant der Freiheit für alle als die Banken. Denn nur er ist für alle da. Marc Fiol hat das Leben eigentlich begründet. Freiheit für alle. Die Wirtschaft leidet unter den Exzessen der Banken und Börsen. Die Wirtschaft hat gar nicht zur Freude. Aber sie kann sich alleine nicht gegen die Finanzbranche wehren, von der sie ausgebeutet wird. Sie braucht die Hilfe des Staates. Sie braucht, unsere Wirtschaft braucht, eine Finanzmarktreform nach dem Muster des Vollgeldes und des Service Public. Und dafür sind zwei Prinzipien maßgeblich, die hier angezeigt sind. Erstens, Geld darf nur von den Zentralbanken geschaffen werden. Vollgeld. Die Finanzbranche ist in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen. Service Public. Damit zum dritten. Das Konzept, ein Drei-Kreise-Modell. Sie sehen, ähnliche Kreise haben Sie schon gesehen, gestern und heute. Finanzmarkt, Geldverfassung, Schweizerische Nationalbank. Die hier angeregte Geld- und Finanzmarktverfassung betrifft drei Regelungsgegenstände: den Finanzmarkt, die Geldverfassung und die Schweizerische Nationalbank. Aus diesen Elementen ergibt sich das folgende Drei-Kreise-Modell. Erstens, der Finanzmarkt wird neu nicht als ein gewöhnlicher Markt für Finanzdienstleistungen verstanden, sondern als eine öffentliche Dienstleistung, welche eine wesentliche Infrastruktur für die Realwirtschaft erstellt und aufrechterhält. Der Finanzmarkt ist so auszugestalten, dass die moderne Wirtschaft als Geldwirtschaft funktionieren kann. Nachhaltig. Zumindest der Zahlungsverkehr und das Kreditwesen müssen als Service Public einer staatlichen Steuerung unterstellt werden. Darüber hinaus sollten bestimmte Finanzgeschäfte als gefährlich eingestuft und allenfalls verboten werden können. Der ganze Finanzmarkt fällt daher unter das System des Service Public und kann, muss aber nicht in allen seinen Teilbereichen der staatlichen Steuerung unterstellt werden. Auf Verfassungsstufe braucht es aus diesen Gründen eine umfassende Kompetenz des Bundes zur Gewährleistung des gesamten Finanzmarktes. Der Bund muss im gesamten Regelungsbereich von der Wirtschaftsfreiheit abweichen und in verhältnismäßigem Umfang Maßnahmen der Steuerung ergreifen können. Und daraus ergibt sich eben dieser erste umfassende Regelungskreis Finanzmarkt als Service Public. Einen zweiten, engeren Kreis bildet die Geldverfassung. Sie ist der Kern der Finanzmarktverfassung. Sie garantiert, dass die Geldversorgung durch eine dem Gemeinwohl verpflichtete öffentliche Institution erfolgt. Das staatliche Geldmonopol bildet die Grundlage, auf welcher der Service Public im Finanzmarkt dann aufbauen kann. Hier geht es um die nicht privatisierbare Aufgabe, die Geldversorgung zu gewährleisten und insbesondere die Geldmenge zu bestimmen, welche die schweizerische Volkswirtschaft benötigt.
Erst die Verteilung dieser Geldmenge unter den Teilnehmern am Markt kann und soll soweit an das Banksystem übertragen werden, wie dies die Wahrung des öffentlichen Interesses zulässt. Der dritte und kleinste Kreis ist der zentrale Akteur in den beiden vorgenannten Kreisen, die Schweizerische Nationalbank, die als eine selbstständige staatliche Gewalt mit erhöhter Unabhängigkeit gegenüber Wirtschaft und Politik verfassungsrechtlich garantiert werden soll. Daher wäre die Monetative analog zur Legislative, Exekutive und Judikative. Ihr steht das Monopol der Geldschöpfung zu. Sie steuert die Geldmenge, und zwar allein im öffentlichen Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen des Landes. Darüber hinaus gewährleistet sie den Service Public im Finanzmarkt, insgesamt mit den Mitteln von regulatorischen Vorgaben und Leistungsaufträgen, wo sinnvoll. Sie ist als Fachinstanz autonom, wird aber in den politischen Zielen und Aufgaben möglichst klar durch das demokratische Gesetz gesteuert. Damit komme ich zum letzten Teil, dem konkretesten aber auch, nämlich dem Modell der Verfassungsinitiative. Ich möchte Ihnen nur die zentralen Elemente des Modells für eine Volksinitiative, welche der Verein Momo anstrebt, kurz kommentieren. Der Verein plant einen Artikel 97a, der umfassend die Geld- und Finanzmarktverfassung umschreibt. Der Bund gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld- und Finanzdienstleistungen. Er kann dabei vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen, soll da stehen. Während er wohl bisher nur eine Kompetenz zur Schaffung von Münzen und Banknoten gehabt hat, wird ihm neu der gesamte Bereich Geld- und Finanzdienstleistungen, also eben die Finanzprodukte auch, zur umfassenden Regelung übertragen. Die Finanzmarktordnung, die er zu schaffen und zu erhalten hat, wird zu seiner Versorgungsaufgabe, Service Public. Also wie das Telefon, Television, Bahnen, Post, ähnlich wie die. Die kann er auch in Abweichung von der Wirtschaftsfreiheit erfüllen. Das ist auch dort der Fall. Monopol der Post beispielsweise auf den ersten 100 Gramm, glaube ich, noch Brief. Gewährleisten heißt freilich nicht verstaatlichen. Der Bund bleibt an das öffentliche Interesse und an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. Gewährleisten heißt die Gesamtverantwortung dafür tragen, dass die öffentliche Dienstleistung überhaupt erbracht wird, und zwar in einer Weise, die dem Gesamtinteresse der Gesellschaft dient. Der Bund kann dabei den Markt in verhältnismäßiger Weise steuern, das heißt so weit, als dies im öffentlichen Interesse geeignet und erforderlich scheint und den Privaten zugemutet werden kann. Sie sind nach wie vor Rechtsträger, auch die Banken haben Rechte und die müssen geschützt bleiben. Zweites Element, Absatz 2 der gleichen Bestimmung. Der Bund allein schafft Bargeld und Buchgeld als gesetzliche Zahlungsmittel. Also das sind Bargeld und Buchgeld, das ist das Neue und Buchgeld. Die Schaffung und Verwendung anderer Zahlungsmittel bedarf einer Bewilligung des Bundes. Ich kann vielleicht Margaret Kennedy insofern entgegenkommen und sagen, vielleicht muss es nicht eine des Bundes sein, es kann auch abgestuft werden auf die Kantone beispielsweise, das lässt sich noch diskutieren. Es braucht eine Regulierung, weil es sonst Umgehungen geben wird. Sonst binden plötzlich die Mikrokumuluspunkte und die Superpunkte von Coop zusammen ein Netz und dann ist neues Geld da in großem Umfang. Und das muss man verhindern. Dieser Absatz formuliert die Kernanliegen der Vollgeldreform. Wie bisher wird das Geld- und Währungswesen zur ausschließlichen Kompetenz des Bundes erklärt. Aber gesetzliche Zahlungsmittel sind nun nicht mehr nur Münzen und Banknoten, sondern auch das Buchgeld. Wie das genau funktioniert, hat Ihnen Josef Huber gestern erklärt. Ich will das nicht weiter vertiefen. Entscheidend ist, dass die Geschäftsbanken kein Buchgeld mehr schöpfen können. Und das Darlehen der Banken an uns beispielsweise inskünftig Ausgaben werden, die durch ein Vermögen in Geld gedeckt werden müssen. Das heißt, die Banken werden behandelt wie wir auch. Wenn ich ihnen ein Darlehen geben will, muss ich das wegnehmen von einem Vermögen, das ich habe. Und ich kann es nicht schöpfen. Die Schweizerische Nationalbank.
Sie führt als unabhängige Zentralbank eine Geld- und Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des Landes dient. Sie steuert die Geldmenge und gewährleistet das Funktionieren des Zahlungsverkehrs und der Versorgung der Wirtschaft mit Krediten durch die Finanzdienstleister. Sie kann insbesondere Finanzprodukte einer Bewilligung unterstellen. Zertifizierungspflicht, Marc Schöne wollte das heute Morgen. Hauptaufgabe der Nationalbank ist und bleibt also die Geldmengensteuerung. Während sie diese Aufgabe heute im Wesentlichen indirekt über Festlegung von Mindestzinsen, und wenn man bei Null ist, kann man nicht mehr viel runter, hat man keine Steuerzügigkeit mehr, kann sie neu die Geldmenge direkt festlegen. Da dann alle Kredite neu durch diese Geldmenge gedeckt werden müssen, Gegensatz zu heute, hat die Schweizerische Nationalbank auch den Kreditbedarf der Banken zu berücksichtigen, wenn sie die Geldmenge bestimmt. Das heißt, neben der Ausgabe von Geld muss sie einen Teil davon auch reservieren für die Darlehen an die Banken, soweit das erforderlich ist. Die Nationalbank steuert auch den Service Public, den die Finanzdienstleister zu erbringen haben. Die Bankkredite und Finanzprodukte müssen sich an die Auflagen halten, welche die Nationalbank zum Schutz des Gesamtinteresses festlegt. Der Absatz fährt weiter. Mit SMI, also die Nationalbank, gibt neu geschaffenes Geld zinslos und schuldfrei an den Bund, die Kantone oder an natürliche Personen sowie als verzinsliches Darlehen an Banken aus. Also neu geschöpftes Geld wird dem Bund, den Kantonen und den natürlichen Personen ausgegeben. Der Verteilschlüssel wird gesetzlich bestimmt. Da wird gesagt, dass er durch den demokratischen Gesetzgeber, wer da Empfänger sein soll. Das Geld kann so, je nach dem jeweiligen Gesamtinteresse, entweder für den Schuldenabbau oder für die Finanzierung von Sozialwerken, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, aber auch dem privaten Konsum dienen. Absatz 5. Zentrale monetative Bestimmung. Die Schweizerische Nationalbank ist in der Erfüllung ihrer Aufgaben nur dem Gesetz verpflichtet. Das ist genau die Formulierung, die für das Bundesgericht in der Verfassung steht. Die vorgestellte Finanzreform verleiht der Nationalbank mehr Kompetenzen. Sowohl die Wirtschaft wie die Politik werden sie noch mehr beeinflussen wollen als heute schon. Dies bedingt, dass es hier die Stellung einer Gewalt, einer vierten Gewalt, ähnlich den Gerichten, zuerkannt wird. Sie braucht daher die gleiche Autonomie wie die Justiz. Wie die Justiz hat sie keinerlei Weisungen entgegenzunehmen und ist nur dem Gesetz verpflichtet. Sie bestimmt die Interpretation der Rechtsvorschriften selbst. Wenn Parlament oder Regierung damit nicht einverstanden sind, müssen sie das Gesetz ändern. Konkret stelle ich mir vor, dass die Mitglieder des Direktoriums als Magistraten, so heißen sowohl Bundesräte wie Bundesrichter, von der Bundesversammlung gewählt werden und den Bundesräten und Bundesrichtern auch anstellungsmäßig gleichzustellen werden. Kommen wir zum Schluss noch auf die Übergangsbestimmung. Die Ausführungsbestimmungen sehen vor, dass am Stichtag des Inkrafttretens alles Buchgeld zu gesetzlichen Zwangsmittel wird. Die Schweizerische Nationalbank sorgt dafür, dass in der Übergangszeit weder Geldknappheit noch Geldschwemme entsteht. Man kann dann noch eine Vorschrift dazu fügen, die bestimmt, dass wenn in 2 Jahren das Parlament das nicht beschlossen hat, der Bundesrat auf dem Verordnungswege die nötigen Vorschriften trifft. Dann haben wir auch zeitlich die Sache im Griff. Während einer Übergangsperiode von einigen Jahren, in welcher altrechtliche Anlagen und Kredite sukzessive aufgelöst werden, können sich Geldmengenschwankungen ergeben, welche besondere Steuerungsvorkehren der Nationalbank erforderlich machen. Und deshalb hat sie dafür zu sorgen, dass weder Geldknappheit noch Geldschwemme entsteht. Das wird insbesondere im Verhältnis zum sogenannten Außengeld eine Rolle spielen, aber auch sonst im normalen Geschäftsgang der Banken. Dass das eine Übergangsseniorage von Milliardenhöhe zur Folge haben kann, hat Ihnen Herr Huber gestern erklärt, ich gehe darauf nicht näher ein. Ich komme zum Fazit. Zeit.
Das Geld bildet eine Infrastruktur der Volkswirtschaft. Es gehört eher zur Wettbewerbsordnung als zum Wettbewerbsspiel, weil es Voraussetzungen schafft, unter denen allein unsere moderne Wirtschaft funktionieren kann. Geld ist ein öffentliches Gut, das staatlich garantiert und geordnet werden muss. Zweitens, die Vollgeldreform stellt das Staatsmonopol für gesetzliche Zahlungsmittel wieder her. Sie gibt der Schweizerischen Nationalbank das Instrument in die Hand, um die Geldmenge an das reale Wirtschaftswachstum anzupassen und um die Entwicklung von Blasen und im Finanzmarkt zu verhüten. Aber, das ist jetzt eben Vollgeld plus, es genügt nicht, bloß das Buchgeld zur Sache des Bundes zu erklären. Solange der Finanzmarkt als Bereich behandelt wird, in dem die Wirtschaftsfreiheit gilt, werden die Banken Umgehungsformen dieser Beschränkung erfinden und damit die Reform unterlaufen. Es braucht daher einen Paradigmenwechsel vom Bild des freien Marktes zum Service Public, in welchem der Bund die Wirtschaft mit gesetzlichen Zahlungsmitteln versorgt und die Banken nur noch die Verteilung dieser Geldmenge innerhalb der Wirtschaft vornehmen. Meine Damen und Herren, die Reform beginnt im Kopf. Wir müssen umdenken, damit wir handeln können.